Jetzt, Achtung! So, jetzt ist er schön aufgebockt. Und morgen wird er konserviert. Wir müssen auf Chromteile warten, die kommen nicht bei. Die können wir nicht weitermachen. Jetzt werden wir halt konservieren. Dann passiert wenigstens etwas. So, rübergefahren ist er schon mal. Da muss noch eingestellt werden, der Motor, also die Pumpe. Das machen wir aber noch danach. Aber fahren tut er schon mal. Vermessen muss er noch werden, aber erst wenn das ganze Fahrzeuggewicht vorhanden ist. Eine Stoßstange ist auch noch beim Vergraben hinten. So, eins ums andere. Also, oder wir können jetzt noch schön die Pagode anschauen, die ist jetzt auch fertig. Da warte jetzt, also die ist ganz komplett fertig. Der ist auch fertig da hinten. Der wird noch runtergewaschen. Der wird am nächsten Samstag abgeholt. Hey, ja. Das ist immer besser, wenn man zu zweit ist. Aber sie hocken jetzt auf dem Sessel. Sie können nicht mithelfen. Wenn sie jetzt aber da wäre, hätte sie mithelfen müssen. Sie hätte da freiwillig geholfen. So. Das langt jetzt. Das glänzt jetzt wieder. Das ist schön sauber. Das ist das Fahrzeug, wo der Fahrzeugschweller ersetzt wurde. Auf der Fahrerseite, wo wir die Schwellerscheine angefertigt sind hinten. Wenn Sie ein paar Videos zurückgucken, da ist das Auto drin. Drauf, Schweller rausgeschnitten, Schweller rostig, Schweller kaputt, Innenschweller kaputt, ja, alles Schweiß gemacht und du. Der ist jetzt fertig. Der kann jetzt abgeholt werden. Guck jetzt hier, da sind wir, aber es haben wir ja schon gezeigt. So. Hier ist das. Fenster ist eingestellt alles auf dem Hardtop und passt natürlich dann auf dem Verdeck, weil das Verdeck muss dann erst kommt das Hardtop dran und dann das Verdeck ist Dinge, muss eingestellt werden. So, prima, da machen wir. Jetzt sieht er wieder aus. Jetzt haben wir dahinter ein anderes Fahrzeug hergestellt. Ist dahinter kommen immer die drauf, die eine Weile da sind. Jetzt ist der eine Weile da. So, auch schön. Weil der andere kommt jetzt nicht mehr dahinter drauf. Der wird jetzt vorne voll fertig gemacht, hat der 250er SE Cabrio. Jetzt kommt der dahinter. Nach Ostern, denke ich. Dankeschön. So, hallo. Jetzt hat das wunderschöne Coupé noch zwei, drei kleine Beulen. Jetzt habe ich einfach geschwind da haben wir die Türpappe abgebaut, dann können wir jetzt auch noch die Tür ein bisschen ausfetten. Jetzt habe ich einfach eigentlich selber entschlossen, Kunde habe ich nicht erreicht, dass die Türe auch noch zwei Beulen haben. Die hat er schon rausgemacht. Eine ganz kleine Beule war da hinten drin. Aber wenn ich da so stehe und da so reingucke und sehe da eine kleine Beule, dann habe ich das gestört und ich denke, ich hoffe,
Der Kunde hat es wahrscheinlich gar nicht gesehen, gell? Aber irgendwie, das ist so ein schönes Auto und dann wollte ich dich wegkennen. Dann hat der Christo gerade Zeit gehabt. Und der drückt die jetzt da raus. Das sieht man jetzt wahrscheinlich schon fast nicht mehr, oder? Das ist ja jetzt für dich. Ja, für dich. Ja. Spät kommen. Genau, also da hinten. War ganz, ja, ganz, ganz. Ich, ja. Wenn man so gerade drauf geguckt hat, hat man sie nicht gesehen. Aber so seitlich, nein. Wenn das Neonlicht so brennt, hat man sie gesehen. Und dann war er hinten noch. Hast du in der Seite alles gecheckt? Für dich, alles für dich. Ja, es ging ja schnell. Das ist kein groß und großes Ding gewesen. Naja. Naja. Da hinten war auch drei, vier Stück. So ganz, ganz, ganz lange. Dass man, wenn man so drauf geschaut hat, hat man sie nicht, gar nicht gesehen. Gell? Aber wenn man so seitlich reinguckt, gut. Ich sehe die Tulle halt auch immer. Und na, jetzt sind sie weg. Jetzt nehmen wir noch schön Wäsche und dann können wir am Samstag abgeholt werden. Und dann können wir die Türe, ja, aber das Auto konserviert die Türe nicht. Die wasche ich auch nicht so arg, aber das gehen wir daheim noch. Das schöne Putze da drin. Den Dreck raus und dann können wir da ein bisschen Sandfett reinstreichen noch. Das sind da, was weiß ich, Unterlagscheiben und Sachen, was da alles drin liegt. Das kann man rausputzen und dann kann auch eine neue Türfolie rein und dann ist das wieder gut. Also, sehr schön. Immer sonst noch was, dass wir geschwind schauen können. Wir können ja geschwind nach der Nibber gehen. Da haben wir jetzt das Cabrio. Haben wir jetzt die Hohlraumkonservierung durchgeführt. Jetzt haben wir ein paar Löcher reinbohren müssen. Also, er kriegt auf die Fläche kriegt er gar nichts. Auf die Leitungen, die sind neu, da machen wir jetzt dem Auto auch nichts. Jetzt kommt noch jemand. Das machen wir geschwind aus. Moment. So, da sieht man auch, dass da ein bisschen Fett drin ist, hinten drin. Da kommt auch der Schwellerdeckel drauf. Entschuldigung, die Schüttwand kommt da drauf. Das muss man noch ein bisschen abputzen. Da kommt jetzt auch noch das Abdeckel drauf. So. Das haben wir ja schon alles gesehen. Da eine, die Edelstahl ist von da, haben wir auch schon gesehen. Die ist auch ganz gut, die ist nicht laut. Da muss man es noch ein bisschen abputzen, das ist ein bisschen alles rumgespritzt, das Fett, das kommt da weg. Jetzt tritt auch ein bisschen raus. Da muss man ein bisschen putzen, das ist reingespritzt worden. Kabrioverstärkung, der doppelte Boden. Und oben muss man halt auch noch. Und da muss, das ist halt die ganze Geschichte, das müssen wir halt so machen. So. Dann machen wir jetzt wieder aus.